Und damit genug vom April-Scherz. Wir haben natürlich noch was Richtiges. Und zwar ein kleines Modul. Das ist die 13075 von icstation.com. Wenn wir das verstehen wollen, wofür das ist und was man damit machen kann, da müssen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen. Aber gucken wir erstmal drauf. Vielleicht kann es der ein oder andere von euch ja schon erraten. Wir sehen eine Tüte mit ein paar Pins und haben hier das Board da. PA, PB, paar Steuerpins an der Seite. Aber wie gesagt, fangen wir ganz vorne an. Ja, wenn wir uns so einen typischen Arduino hier anschauen mit einem ATmega 328, dann haben wir da, je nachdem was wir zählen, so 15 bis 20 I.O.-Pins. Stern. Problem bei der Sache hier. Viele der I.O.-Pins haben ja auch andere Funktionen, wie beispielsweise I2C, SPI oder ähnliches. Und oft haben wir ja Sensoren und benötigen die. Und dann kann es sehr schnell schon mal dazu kommen, dass wir dann zu wenig Pins haben. Eine Lösung für das Problem, ja, die hatte ich vor einiger Zeit schon mal gezeigt und die kann hier so aussehen. Das ist der 74HC595, ein sogenannter Schieberegister. Das bedeutet, wir geben hier Strom drauf, machen ein paar Leitungen an den Arduino und da geben wir seriell die Daten rein, also hintereinander sagen wir, der Pin macht das, der Pin macht das, der Pin macht das. Und wenn wir fertig sind, sagen wir, jo, passt schon. Und dieser Chip sorgt dafür, dass an bis zu 8 Ausgängen das jeweilige Signal dann angelegt wird. Wie das Ganze funktioniert, hatte ich in einem eigenen Video gezeigt. Das findet ihr oben in der Ecke. Aber das hier ist halt nur für Ausgänge. Was, wenn wir jetzt Eingänge haben wollen, weil wir zum Beispiel irgendwie jede Menge Sensoren überwachen wollen? Eine Möglichkeit, das Ganze zu lösen, wäre das sogenannte Charlie-Plexing. Dabei benutzen wir sehr viele Ein- und Ausgänge, oder das heißt sehr viele, weniger als sonst, aber immer noch einen ganzen Haufen. Und die steuern wir in einer gewissen Reihenfolge immer an und können so dann über eine Matrix rauskriegen, welcher von den Tasten denn dann gedrückt ist. Problem an der Sache, ja, das kann je nachdem, wie wir das verschalten, schon mal zu Problemen führen, wenn Dinge gleichzeitig gedrückt werden. Außerdem, wir müssen die ganze Zeit die CPU laufen lassen und das Hoch- und Runterschalten machen, um überhaupt festzustellen, dass da irgendetwas ist. Eine andere Möglichkeit, nun, wir hatten eben ja schon einen entsprechenden Schieberegister, der die Daten seriell entgegennimmt vom Mikrocontroller und parallel ausgibt auf eigenständigen Pins. Nun, der hat auch ein Gegenstück, das ist der hier, der 74HC165. Der nimmt die Daten parallel entgegen und gibt sie seriell aus. Das heißt also, wir können hingehen, können sagen, okay, wir klemmen jetzt hier unsere ganzen Taster entsprechend an die Pins an. Und über eine serielle Schnittstelle vom Mikrocontroller können wir dann das Ganze abfragen. Vorteil an der Sache, ja, wir haben eigenständige Pins, die sind komplett separat, wie auch beim Mikrocontroller selber. Aber auch das hat noch einen kleinen Nachteil, und zwar, ihr habt es schon gehört, wir müssen abfragen. Wir müssen also aktiv hingehen und bei diesem Chip hier nachfragen oder nachgucken, was ist an Pin 1, was ist an Pin 2, was ist an Pin 3, was ist an Pin 4 und so weiter und so weiter. Das ist je nach Anwendung natürlich eine Möglichkeit, aber gerade wenn ihr irgendwie so Sachen habt, wo ihr die CPU schlafen legt und eigentlich euch nur interessiert, hat sich denn überhaupt irgendwas verändert, ja, da ist das hier schon ein Problem. Wenn wir einen Arduino selber da benutzen, ja, da ist das relativ schnell geklärt. Die haben meistens einen Pin-Change-Interrupt. Da können wir sagen, okay, wenn sich irgendwo bei einem Pin was ändert, dann sag mal bitte Bescheid, dann machen wir was. Aber hier die haben das leider nicht drin. Und der Chip, den ich heute ausprobieren möchte, der dieses Problem eigentlich lösen sollte, das ist dieser hier, der Microchip MCP23S17. Ihr seht schon, der ist hier auf so einem Board-Modul, wie schon gezeigt von icstation.com. Und wie wir unten sehen können, 0 bis 7 und 0 bis 7. Wir haben also insgesamt hier 16 Ausgänge. Und das Ganze wird gesteuert von hier hinten, dem Bereich. Drehen wir das mal gerade um, dass wir es auch richtig sehen können. Und ich denke, die meisten können schon erkennen, was wir denn hier haben. SCK, so, sie, das sieht doch sehr stark nach einer entsprechenden SPI-Schnittstelle aus, MISO, MOSI. Und vor allen Dingen, was wir unten haben, ITB, ITA. Das sind zwei Interrupts, die programmierbar sind. Ja, das Ganze hier sind nämlich I-Opens. Wir können die also sowohl als Eingang als auch als Ausgang benutzen. Und wir können entsprechend hier Muster programmieren, wann ein Interrupt ausgelöst werden soll. Ja, das hat dann natürlich den schönen Vorteil, dass wir die CPU schlafen legen können und nur noch der
Chip hier sich dann darum kümmert, dass das alles schon funktioniert. Adresstechnisch haben wir hier 3 Pins, also 3 Bit, die wir an Auswahl haben. Das heißt also, wir können 8 von diesen Modulen an einem Bus anschließen, ohne dass wir da in Adressnot geraten. Und ich würde sagen, wir schließen den jetzt einfach mal an und gucken, was denn da rauskommt. Ich habe das Ganze jetzt hier fertig an einen Arduino Nano in dem Fall verkabelt. Das ist die klassische Verkabelung. Ich habe hier 5 Volt drauf gemacht an die Pins. 11, 12, 13 sind der entsprechende SPI-Bus. Und die 9 und 10 habe ich benutzt. 10 für Chip Select, 9 für Reset und Pin 2 für den Interrupt. Die muss man nicht alle anschließen. Das kann man auch sich durchaus ein paar Pins sparen, wenn man jetzt bei ein bisschen Pin-Not hat. Zum Beispiel Reset braucht man jetzt wahrscheinlich nicht in jeder Anwendung. Und auch Chip Select kann man je nachdem fest auf ein Potenzial ziehen, um sich dann noch einen Pin zu sparen. Aber so müsste das jetzt eigentlich funktionieren. Und dann schauen wir uns das hier auf der Webseite mal an. SPI Interface Converter Pinboard. 16-Bit I.O. Extension Board mit dem entsprechenden Chip, dem MCP23S17. Wenn wir hier ein kleines Stück runtergehen, da kriegen wir auch eine entsprechende Beschreibung. Wir haben 16 I.O. Pins, ein SPI Interface mit diesem entsprechenden Chip von der Hersteller Microchip. Jeder der I.O. Pins, den können wir, wie wir wollen, auf Eingang oder Ausgang definieren. Dann steht hier noch etwas von Pull-Up-Resistors, also eventuell gibt es sogar einen Internal Pull-Up. Müssen wir uns gleich mal genauer anschauen. Und wir können pro Pin wohl 25 mA uns ausgeben lassen. Wenn wir unten dann weiterschauen, die Spannung, mit dem das Ganze läuft, 3 Volt bis 5,5 Volt. Wir können also sowohl die 3,3 Volt Modelle als auch die 5 Volt Modelle benutzen. Und ansonsten ist entsprechend alles, ja, wie oben schon beschrieben wurde. Wir haben noch eine kleine Wiring Diagram hier, also wie das Ganze verbunden werden muss mit einem Arduino Uno. Und der Hinweis, dass es hier offensichtlich eine passende Library gibt, womit wir das Ganze fertig benutzen können. Auch mit darauf hingewiesen wird, dass Straight und Curved Pin jeweils dabei ist. Wenn wir hier ein bisschen runter gucken, das ist ja unser Board. Ihr habt es bei mir gesehen, ich habe die geraden Pins drauf gemacht. Es ist aber sowohl für die Seite als auch für dieses lange Stück hier ein entsprechendes gebogenes 90 Grad Teil dabei, sodass wir da auswählen können, was wir denn haben wollen. Alternativ gibt es das Ganze im Übrigen auch in einer anderen Variante mit I2C. Wer also lieber I2C statt SPI benutzen möchte, wird entsprechend auch da fündig werden, ist ebenfalls unten verlinkt. So, schauen wir mal weiter, was wir denn hier so an Funktionen haben im offiziellen Datenblatt. Erstmal finden wir hier raus, dass die Interrupt-Pins Active High, Active Low oder Open Drain sein können. Wir haben also freie Auswahl. Außerdem können wir die wohl zusammenschalten, was ganz praktisch ist. Ihr habt ja gesehen, es gibt hier diese, wir haben einmal die PA und PB. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal mit rohen Mikrocontrollern gearbeitet habt. Das ist im Prinzip 8 Bit, das ist ein sogenannter Port und die hängen zusammen. Und normalerweise ist es so, wenn hier was passiert, würde der Interrupt A machen. Wenn hier was passiert, der Interrupt B, aber wir können sie offensichtlich zusammenschalten. Und wir sehen auch hier, dass wir da Interrupt On Change bekommen. Und das können wir über ein Register definieren, welche Pins das wohl sind. Außerdem die Möglichkeit, das Ganze zu invertieren. Das heißt also, wenn der Pin high ist, wird eine 0 ausgegeben. Wenn wir das hier drin schon machen wollen, danach nicht in Software, können wir das ebenfalls. Und der Standby Current, auch natürlich interessant, 1 Mikroampere Maximum. Hui, das ist eine Ansage. Und gerade noch mal ein bisschen gesucht, weil es mich interessiert hatte. Ja, es gibt auch einen Internal Pull-Up. Das heißt, wir können einen internen 100 Kilo Ohm Widerstand sozusagen gegen Plus legen. Ähnlich wie das auch beim Arduino ist, sodass wir da nicht extern irgendwie was dabei bauen müssen. Nächster Schritt wäre dann der Arduino. Dann gucken wir mal, ob wir hier eine passende Bibliothek direkt finden können. Dann holen wir mal den MCP23S irgendwas und das sieht schon dürftig aus. Wir haben lediglich den 23017 hier von Adafruit. Schauen wir mal. Ja, und wir haben hier 2 Möglichkeiten. Wir können entweder auf diese hier gehen. Die ist von Cord Buffington. Findet sich auf dem Arduino Playground. Und das ist auch die, die bei entsprechend den Beispielen hier auf der Produktseite verwendet wurde. Alternativ gibt es noch eine von, Majenko Libraries.
Die Mayenko ist neuer, deswegen werde ich mir die mal holen. Das ist vor allen Dingen auch eine fertige ZIP-Datei. Das klingt gut. Einmal downloaden. Dann gehen wir in Arduino auf Sketch. Sketch einbinden und eine ZIP-Bibliothek hinzufügen. Und das sieht gut aus. Bibliothek wurde zu ihren Bibliotheken hinzugefügt. Jetzt müssten wir eigentlich hier sogar Beispiele bekommen. Und das sieht gut aus. Expander 32, Echo Input. Wenn wir schauen, hier gibt es anscheinend sogar, der Code ist sogar gültig für PIC-Kit, also die PIC32 CPUs und natürlich Arduinos und Co. Chip Select ist auf 10, yep, kann ich mit leben. Und das Beispiel ist für zwei wollen wir nicht, wir wollen nur einen. Bank 1 Beginn, also das ist für zwei von den Chips gewesen. Und hier können wir schon sehen, wie das Ganze dann abläuft. Wir können Pin-Mode sagen und dann die Pins von vorne nach hinten durchzählen. Dann machen wir mal, jetzt müsste ich mal gerade schauen. 15 wird dann dem PB7 entsprechen. Und die LED habe ich an PA0. Ich gehe mal davon aus, dass er PA0 auf 0 hat. Dann entsprechend PB0 wäre die 8 und die 15 wäre dann hier der PB7. Wir können das wie einen regulären Arduino-Pin hier sagen, Input Pull-Up. Dann machen wir erstmal hier if digital read mit einem High. Ansonsten, wenn wir nichts machen, dann lassen wir die LED blinken. Ist zwar jetzt mit Sicherheit kein idealer Code, weil wir hier immer noch beispielsweise Delays drin haben. Das heißt, er würde jetzt hier 200 Millisekunden lang nicht den Eingang prüfen, aber ich denke, damit können wir jetzt erstmal leben. Ja, laden wir das mal hoch, wenn wir den richtigen Chip ausgewählt haben. Einmal hochladen und jetzt müsste eigentlich unsere LED blinken und das sieht gut aus. Unsere LED blinkt schon mal, also der Ausgang geht. Jetzt gucken wir mal, ich habe hier noch irgendwo ein Kabel liegen. Und was haben wir für einen Pin gesagt? Wir haben gesagt, Pin 15 ist Input Pull-Up, das ist der PB7, der letzte hier. Uah. Wenn ich das jetzt vor der Kamera hier noch hinbekomme... So, ja. Wenn ich berühre, bleibt die LED an. Ich denke, man kann es noch sehen. Sie ist jetzt aus dem Bildschirmrand raus, aber der Lichtschein ist ja noch da. Also, Eingang und Ausgang funktionieren schon mal. Was ich jetzt gerne noch hätte, wären die Interrupts. Dann gucken wir mal, ob wir dafür auch was haben. Und dann werfen wir hier mal einen Blick in die Header-Datei, wenn die Anleitung oder der Beispielcode, der dabei ist, uns schon nichts sagt. Und wir haben Glück, wenn wir hier nämlich runtergehen, haben eine Liste aller Funktionen und unter anderem eine Enable Interrupt. Ja, das klingt relativ gut. Wir können also hier einen Pin geben und einen Type geben. Ich habe so immer noch keine Ahnung, was der Pin und der Type ist. Aber wir können offensichtlich hier schon mal irgendwas mit Interrupts machen. Gehen wir mal rüber in die C-Datei, ob da was mehr drin steht. Ansonsten hier ist noch irgendeine HTML-Dokumentation. Die wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, wenn hier nichts steht. Und hier ist zumindest ein bisschen was dokumentiert. Read all, write all, Output, Input, Input, Pull up, Digital write, Digital read, Read port, der gibt uns wohl den, ja, Read port ist natürlich auch eine klasse Funktion. Die gibt uns auf einmal den Status von allen Pins zurück an diesem einen Port. Kann auch schon mal ganz nützlich sein, wenn man Dinge auf einmal setzen möchte. Genauso mit Write. Und hier haben wir doch unsere Sachen, die wir machen können. Change Rising und Falling. Ja, das klingt doch schon mal einfach. Das heißt, wir können jetzt hier einfach Enable Interrupt sagen. Holen also hier unseren Code und sagen jetzt hier Bank 1. So heißt ja unser Objekt, was wir hier angelegt haben. Enable Interrupt auf Pin 15. Und zwar... Falling. Und was ich auch gerne hätte, genau das hier. Und zwar im Moment würden wir jetzt ja den Interrupt B auslösen. Ich habe das Kabel aber in Interrupt A dran. Also machen wir Set Mirror an. Damit reagieren immer beide Interrupt Pins, egal wo da etwas passiert. Also auch das machen wir dann hier rein. Und wir können auch das Interrupt Level setzen. Das ist standardmäßig wohl auf High, soweit ich das verstehe. Das wollen wir auf Low haben, weil auf Low können wir ganz gut mit einem Arduino hier reagieren. Also setzen wir auch das. Okay, der Code haben wir jetzt drin. Wir sehen, in der Loop wird nichts mehr mit Digital Read gemacht.
sondern er gibt die ganze Zeit nur State aus. Das heißt also, die LED wäre jetzt die ganze Zeit an. Es sei denn, wir kriegen einen Interrupt. Das heißt also, dieser Pin 2, wo ich den Interrupt-Pin angeschlossen habe, der fällt runter auf 0 Volt, also auf Ground. Dann wird der State getoggelt, also wir gehen auf State Low in dem Fall. Die LED geht aus, beim nächsten Mal geht die LED an. Soweit die Theorie. Dann würde ich sagen, machen wir das mal wieder hier auf unserem Arduino. Okay, Upload läuft und jetzt ist er die ganze Zeit an. Das ist schon mal gut. Wenn wir jetzt hier Pin 7 berühren, dann müsste es eigentlich ausgehen und... Yep. Okay, aus, ja, an, nein. Ich glaube, ich muss in der Interrupt-Routine sagen, hey, alles wieder in Ordnung, du kannst wieder neu triggern, oder? Kann das sein? Lass mal schauen. Genau, hier steht es auch wunderbar drin. Wir haben hier diese eine Funktion, wo es beschrieben ist. Also die Interrupt-Pins bleiben aktiv, bis dass wir entweder GetInterruptValue machen, dann kriegen wir komplett zurück, was beim letzten Mal, als der Interrupt ausgelöst wurde, gerade am I.O.-Port los war. Oder wenn wir den einen Pin lesen, dann wird es auch zurückgesetzt. Ansonsten gibt es da nichts mehr. Haben wir da etwa eine Race Condition gebaut? Ja, wir haben wahrscheinlich eine Race Condition gebaut. Race Condition heißt, wir haben wahrscheinlich hier unten, ihr seht ja den Code hier, und hier oben war dieses State ungleich State. Das heißt also, wir laufen hier rein in Blink. State wird gesetzt. Das heißt, an dieser Stelle hier ist jetzt State nicht mehr, was war Standard? Ich glaube, Standard war High. Das heißt, jetzt ist State Low. Er läuft hier unten rein, vergleicht. Low und High sind ungleich, also geht er hier rein. Schreibt das auf der seriellen Schnittstelle, macht entsprechend hier den Digital Write für den State. Und dann wird er gesagt, State 2 ist State. Also ist State 2 jetzt low? Nein, eben nicht mehr, weil hier zwischendrin hat er Interrupt nochmal gefeuert und hat den State geändert, während wir aber hier schon drin waren. Das sollte natürlich nicht passieren. Dann laden wir es wieder hoch. Die Tücken der Interrupt-Programmierung, ich sag's euch. Okay, Lampe geht an. Wir machen trotzdem nochmal gerade einen Power Cycle, dass wir auch sicher sind, dass der Interrupt wieder scharf ist. Okay. Wo ist mein... Da ist mein Pin. LED ist an. Pin 7. LED geht aus. Okay, ich denke, ihr seht's. Sie geht die ganze Zeit aus und wieder an. Das liegt jetzt natürlich daran, dass ich hier mit meinem Drahtstückchen ein bisschen Bouncing mache. Das heißt also, der Kontakt ist nicht sauber. Aber ich denke, ihr könnt sehen... Ja, yep, wir können auch mit Interrupts arbeiten und das ist ja genau der Punkt gewesen, den ich hier gerne haben wollte. Einfach dadurch, dass wir jetzt hier auch auf Pin-Änderungen reagieren können und dann unsere CPU wecken können, selbst wenn die irgendwie schläft, was ein großer Unterschied ist zu den klassischen Schieberegistern, die entsprechend da ja, aktiv von der CPU immer abgefragt werden müssen. Hey, gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Ja, Stromverbrauch habe ich jetzt nicht gemessen, können wir mal gerade eigentlich nochmal drauf schauen. Sekunde. Und mein Multimeter sagt hier gerade 1,2 Mikroampere. Ich denke, das kommt hin. Zum einen, das Multimeter ist jetzt nicht so genau. Und zum zweiten, wir haben hier immer noch den Pull-Up an. Der braucht ja auch ein bisschen Strom. Ja, in meinen Augen ist auf jeden Fall das Modul eine gute Möglichkeit, die Ports zu erweitern, wenn ein Arduino da nicht ausreicht mit den IO-Pins. Natürlich nicht ganz so günstig wie die üblichen Schieberegister, die ja mehr oder weniger Centware sind. Hier, der kostet dann schon noch ein bisschen mehr, aber man bekommt auch ein bisschen was für sein Geld. Unter anderem halt dadurch, dass man Ein- und Ausgänge in einem Chip hat, die je nachdem, wie man es gerade braucht, konfigurieren kann. Und natürlich, ganz wichtig, was ich ja eben auch gezeigt habe, die Möglichkeit, Interrupts zu nutzen, was sehr wichtig ist, wenn man irgendetwas machen möchte, wo es dann doch ein bisschen auf Strom ankommt, entsprechend mit Sleep Modes arbeitet und da kann hier der seine große Stärke ausspielen. Ob Interrupt oder nicht, Anschluss und Bedienung per Arduino, wenn man die Library gefunden hat, ist jetzt kein großes Hexenwerk. Und wie ihr gesehen habt, er tut relativ flott, was er soll.